Der Zusammenhang der analytischen Geometrie mit den linearen Funktionen, das soll hier Thema sein. Dazu muss ich ein kartesisches Koordinatensystem hier einzeichnen. Meinetwegen nehmen wir die Z-Achse mit. Und ich zeichne zwei Punkte ein. Meinetwegen den Punkt 1. 2, 0, der ist dann hier, den Punkt nenne ich A. Ne? Punkte werden ja immer so quer, so mit der waagrechten Schreibweise benannt, also einen in X, 2 in Y und 0 in Z. Den Punkt kann ich einen Ortsvektor zuweisen. Ich verweise an der Stelle auf das Video die Beträge von Vektoren. Da hatten wir das besprochen, Ortsvektoren, besondere Repräsentanten eines Vektorfeldes, nämlich die hängen an dem Ursprung des Koordinatensystems, hier das kartesische. Ne? Gut, einen zweiten Punkt, den benenne ich meinetwegen 2 oder machen wir 3, 6 und 0. Ne? Also eine Längeneinheit entspricht 2 Kästchen, sprich 1 cm. 1, 2, 3 in X, ne? Und 6 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 0 in Z. Sprich, wir bleiben in unserer Ebene. Hier oben ist unser Punkt B. Ne? Können wir jetzt hier so schön verbinden. Ne? Eine Gerade ist aber ungleich einer Strecke AB. Ne? Eine Gerade ist definiert durch zwei Punkte, ne? Also die geht durch die zwei Punkte hindurch und erstreckt sich ins Unendliche. Ne? Gut, müsste man eigentlich exakterweise dann diese Y-Achse ein bisschen höher anzeichnen, und ja, um anzudeuten, wir befinden uns noch in dem Wertebereich hier. Ne? Hier unten passt es. Aber eine Gerade erstreckt sich normalerweise, ne, wenn man sich nicht auf dieses Koordinatensystem bezieht, ins Unendliche, ne, und ist halt durch zwei Punkte eindeutig festgelegt. Ne. In unserem Fall geht die Gerade durch Punkt A und durch Punkt B. Ne. Den Ortsvektor hier, den kann ich ja auch dann schreiben. Das ist der Ortsvektor 3 in X, 6 in Y und 0 in Z. Ne. Den Ortsvektor nenne ich mal R-Index 1 und den hier oben, den nenne ich R-Index 2. Ne? Gut, jetzt wollen wir diese Geradengleichung analytisch praktisch beschreiben. Ne? Ich möchte zeigen, dass es egal ist, welchen Punkt hier ich als den sogenannten Aufpunkt verwende. Ne? Gut, wir fangen an mit der Geradenbeschreibung, ich nehme den Aufpunkt 1, 2, 0. Ne? Gleichzeitig möchte ich den zweiten Fall auch hier beschreiben. Ich wähle dann für die zweite Version oder Variante den Aufpunkt 3, 6, 0. Ne? Jetzt muss ich dazu was addieren, weil ich brauche ja die Verbindung zu meinem zweiten Punkt. Ne? Und dieser zweite Punkt, der ergibt sich, oder dieser Vektor, der hier hinten stehen muss, der ergibt sich aus dem sogenannten Differenzvektor, ne? Aus dem hier. Ne? Und jetzt erinnern wir uns an die Vektoraddition. Ich verweise nochmal auf das Video, die Beträge von Vektoren. Ich kann die Vektoraddition beginnen, ich schreibe sie mal hier raus, also aus der Situation rausgelöst, hier aus diesem kartesischen Koordinatensystem herausgelöst, hier links an. Ich habe den Vektor R Index 2 positiv. Von diesem Vektor, ne, weil ich als Aufpunkt den Punkt A gewählt habe, ne, also den Punkt A mit dem Ortsvektor 1, 2, 0, da muss ich einen Differenzvektor in der Art erzeugen, von Punkt A nach Punkt B gerichtet. Ne. Gut, den erhalte ich durch die Vektoraddition, wie gesagt, plus R-Index 2 abzüglich dieses R1, Ortsvektors, also den negativ, den drehe ich um und dann vom Anfangspunkt zum Endpunkt, ne, erhalte ich meinen resultierenden, sprich in dem Fall den Differenzvektor. Ne. Gut, das können wir ja machen, die Koordinaten haben wir. Die Koordinaten von meinem Plus R-Index 2
ist ja nichts anderes als die Koordinaten 3, 6, 0 abzüglich meinen R1, ne, den hier, der ist ja nichts anderes als 1, 2, 0. Ne. Gut, 3 minus 1 ist 2, 6 minus 2 ist 4, 0 minus 0 ist 0. Ne. Somit haben wir unseren Richtungsvektor oder auch Differenzvektor genannt. Ne. Haben wir den sozusagen ermittelt. Ne. Hier brauchen wir noch was. Ne? Weil durch diese zwei Punkte alleine, ne, ist die Gerade noch nicht beschrieben. Ne? Wir brauchen hier einen Parameter, der ist in den meisten Literaturen mit Lambda bezeichnet. Und dieses Lambda ist aus den reellen Zahlen. Ne? Was macht dieses Lambda? Naja, dieses Lambda vervielfacht unseren Richtungsvektor, ne? Aber in die positive und in die negative Richtung. Ne? Dieses Lambda kann die Werte einschließlich 0 bis unendlich und bis minus unendlich annehmen. Ne? Wenn man sich das vorstellt, hier gedanklich auf dem Punkt A sitzend, dann auf den Richtungsvektor zum Punkt B hin verwiesen und dann mit dem Vielfachen in die plus-unendlich Richtung, erhalte ich dann dieses Stückchen hier. Ne? Und entsprechend mit der minus-unendlich Richtung dieses Stückchen hier. Ne? Also ich konstruiere sozusagen dann mit diesem Lambda meine Gerade. Ne? Oder stelle sicher, dass mit diesem Lambda dann durch dieses Lambda die Gerade in diesem kartesischen Koordinatensystem erzeugt wird. Ne? Ähnlich verhält es sich mit unserem Aufpunkt 360. Ne? Ich brauche mein Lambda, aber ich brauche jetzt eine andere Vektoraddition. Ich habe hier mit meinem R-Index 2 begonnen. Ne? Den drehe ich jetzt um, ne? Weil ich brauche jetzt die Richtung von B nach A. Ne? Mein Richtungsvektor muss von B nach A zeigen. Ne? Gut. Dann fangen wir mit dem R-Index 2 Vektor an, aber in die entgegengesetzte Richtung. Unseren R-Index 1 Vektor behalten wir bei, in die positive Richtung. Und dann erhalten wir vom Anfangspunkt zum Endpunkt unseren Differenzvektor, sprich unseren Richtungsvektor für unsere Gerade. Ne? Also, wir erhalten, diese Koordinate kennen wir, ne? Und diese auch, fangen wir mit der positiven an, 1, 2, 0 für unseren R-Index 1, abzüglich, ne, das Minus davor, den haben wir ja umgedreht, ne, 3, 6, 0. Ne. Und siehe da, wir erhalten 1 minus 3 ist minus 2, 2 minus 6 ist minus 4, 0 minus 0 ist 0. Ne. Gut, minus 2, minus 4 und 0. Ne. So. Auch und hier darf unser Lambda aus den reellen Zahlen sein. Ne? Wir sehen, das ist dieselbe Gerade. Ne? Unser Lambda fährt ja eh alle Werte ab. Ne? Und ob er jetzt bei A beginnt, in die entsprechenden Richtungen zu fahren, oder bei B beginnt, in die entsprechenden Richtungen zu fahren, das ist ja egal. Ne? Aber was hier jetzt interessant ist, ist die Verknüpfung zur linearen Funktion. Ne? Die kann ich eigentlich hier schon ablesen. Ne? Ich habe ja hier meinen Richtungsvektor, ne? Ich kann es auch aus dem Aufpunkt ablesen, aber bleiben wir mal beim Richtungsvektor, was steht hier? Ne? Ich habe für x, ne, vielleicht nochmal einen kurzen Einschub, allgemein steht ja hier dieser Vektor in der Hierarchie da, ne? X, y, z, ne? In der Form steht er ja da. Ne? Gut, was steht für unser x? Ne? Ja, hier auf diesen Richtungsvektor bezogen die 2. Ne? Das für y die 4. Ne? Damit diese Gleichung erfüllt ist, ne, muss ich zweimal diese x-Koordinate, ne, multiplizieren. Also habe ich doch schon mal eine lineare Funktion. Y ist gleich 2 mal x. Ne? Diese Funktion beschreibt diese Gerade hier oben. Ne? Und mit der Funktion können wir ja jetzt praktisch mal überprüfen, ne, ob der Richtungsvektor hier praktisch der Punkt praktisch auch auf dieser oder diese lineare Funktion erfüllt. Ne? Naja, wir haben minus 2 für x, ne? Naja, 2 mal minus 2, ne, ergibt unser minus 4. Ne? Also der Punkt liegt auch auf dieser Geraden. Ne? Das ist eine Gerade mit der Steigung 2. Ne? Was die Steigung bedeutet, dazu kommen wir gleich. Ne? Gut,
die Punkte 0, 0 gehen auch durch. Ne? 2 mal 0 ne? ist 0. Ne? Das, also dieser sogenannte Nullvektor, ne? Der Nullvektor, der ja definiert ist mit den Einträgen x, y, z jeweils 0, der liegt auch auf dieser Geraden. Entsprechend hier oben liegt der auch da drauf. Ne? Man müsste hier praktisch das mit so einem ja, Gleichungssystem dann praktisch belegen. Wenn man jetzt die eine Gerade hernimmt plus dieses Lambda 2, 4, 0, liegt der Vektor hier drauf. Naja, wenn ich mein Lambda ne, minus 1/2 setze, ne, dann ist diese Gleichung erfüllt. Ne? Also mein Nullvektor liegt auch auf der Darstellung, oder es ist jetzt damit gezeigt, der Nullvektor ist auch Element aus der Geraden in Form der analytischen Darstellung. Ne? Gut, wir wollen aber uns mit linearen Funktionen jetzt mehr auseinandersetzen. Der Zusammenhang ist klar. Ne? Einmal in analytischer Schreibweise entspricht die analytische Schreibweise entspricht dieser Darstellung hier, wie man sie aus linearen Funktionen her kennt. Ne? Aber was bedeutet jetzt eigentlich diese 2 vor dem x? Ne? Gut, dazu dividiere ich mal diese Gleichung durch x. Ne? Und dann habe ich auf der linken Seite y durch x ist 2. Ne? Gut, durch diese Gleichheitsbedingung weiß ich, was mein y und mein x sein muss, ne? Damit diese Gleichung erfüllt ist. Ne? Nämlich mein y muss 2 sein und dann bleibt für mein x nur noch der Wert 1 über, ne? Damit diese Gleichung erfüllt ist. Ne? Und diese 2 jetzt auf dieses Beispiel bezogen, nennt man die Steigung. Und allgemein wird die mit klein m definiert. Ne? Vielleicht jetzt nochmal die Situation herausgezeichnet aus unserem Koordinatensystem. Hier der Ursprung. Wir haben die Gerade. Irgendwann kommt der Punkt A. Ne? Der war ja vom Ortsvektor her der Punkt 1, 2 und 0. Ne? Dann weiter auf der Geraden, irgendwo kommt der Punkt B. Ne? Der hatte ja den Ortsvektor 3, 6, 0. Ne? Können wir hier nochmal anschreiben, das war unser R-Index 2 und das war unser R-Index 1. Ne? Gut, jetzt sagt mir diese Steigung, ne? Das könnte ja ein Berg sein, ne? Laufe einen Meter nach rechts, ne? Und dann gewinnst du 2 Meter an Höhe. Ne? Das ist die Steigungsaussage, das steht ja auch hier. Ne? Der Nenner sagt mir, wie viel ich in x laufen muss, ne? Und in welche Richtung, das ist beides positiv. Und der Y, also der Zähler, sagt mir, wie weit ich dann an Höhe gewinne, ne? An positiver Höhe, weil auf unser Beispiel bezogen haben wir plus 2. Ne? Gut, von dem Punkt aus, ne? Jetzt bin ich ja beim Punkt ne? 1, 2, 0 dann angelangt. Ne? Von dem Punkt aus wieder einen Meter, wenn man so will, wenn man es auf eine Einheit beziehen möchte, nach rechts gewinne ich 2 Meter an Höhe. Ne? Dann bin ich doch hier beim Punkt 2, 4, 0. Ne? Und von diesem Punkt aus wieder einen Meter nach rechts und ich gewinne 2 an Höhe, dann bin ich bei meinem Punkt B. Ne? 3, 6, 0. Ne? Und wenn man sich das so anschaut, ne? Das entspricht ja jeweils einem Dreieck. Ne? Man kann dann sagen, die Steigung ist nichts anderes als dieses Steigungsdreieck. Ne? Wie ich es hier eingezeichnet habe. Ne? Gut, der Zusammenhang dürfte jetzt klar sein, soweit. Aber bezogen auf unser Beispiel kann ich das jetzt auch verallgemeinern. Ne? Ich kann das Beispiel verallgemeinern. Naja, dann setze ich doch mal für meine 2, ne, das ja nichts anderes ist, allgemein als dieses kleine m, sprich der Steigung, meine Funktion in allgemeiner Weise. Ne? Also y ist gleich m mal x. Ne? So, jetzt gehen wir mal zurück zu unserer Konstruktion hier vorne. Ne? Unsere Gerade geht durch den Punkt 0. Ne? Wenn ich die Gerade verschieben möchte, ne? Also vielleicht nochmal kurz zu diesem Beispiel hier. Dieses Beispiel, diese allgemeine Schreibweise, ne?
beschreibt er die folgende Situation. Ich habe hier mein kartesisches Koordinatensystem in y und x und diese Gleichung hier beschreibt jetzt ein sogenanntes Geradenbüschel. Ne? Ich habe ja diese Steigung allgemein gehalten, ne? Und jede erdenkliche Gerade, ne? Aber mit der Bedingung, die einzige Bedingung durch den Ursprung bitte, ne? Wird von dieser Gleichung erfasst. Ne? Jede erdenkliche Gleichung. Ne? Also ich könnte jede erdenkliche Gerade, ne, könnte ich hier einzeichnen, ne, mit der Bedingung aber bitte durch den Ursprung verlaufen, ne. Aber nicht jede Gerade, ne, verläuft ja durch den Ursprung, ne. Wir haben ja, ne, nochmal unser kartesisches Koordinatensystem hier angezeichnet, auch die Situation von so einer Geraden, die y-Achse irgendwo schneidet, oder so einer Geraden, ne? Oder so einer Geraden, oder so einer Geraden, ne? Für die möchten wir jetzt auch einen Zusammenhang ableiten. Ne? Naja, diesen Punkt, wenn man so will, könnte ich einen Ortsvektor, ne, vom Nullpunkt, vom Ursprung aus zuweisen. Ne? Meinetwegen, wenn der die y-Koordinate 2 hätte, dann wäre das mein Ortsvektor 0, 2, 0. Ne? Somit könnte ich doch, ne, diesen auf die analytische Darstellung bezogen, könnte ich doch diesen Ortsvektor auch hier einzeichnen. Ne? Also 1, 2, ne, wäre hier mein Ortsvektor. Ne? Das wäre der Ortsvektor, meinetwegen, ich nenne ihn jetzt R-Index 3. Von 0, 3, 2 haben wir es genannt, nicht 3, 2, 0, die Koordinaten. Und die Steigung, die behalten wir bei. Und dann würde meine Gerade die y-Achse in dem Punkt 0, 2, 0 schneiden, aber dieselbe Steigung beibehalten. Ne? Also mit dem Aspekt der Freihandskizzierung entschuldigt, aber man sieht, auf was ich hinaus will. Ne? In dem Punkt wird die Gerade praktisch die y-Achse schneiden. Sozusagen wird die Gerade, die durch den Ursprung verläuft, um 2 in y nach oben verschoben. Ne? Und wenn man das beliebig ausdrücken will, könnte man auch sagen 0t0, ne? Für meinen Aufpunkt. Ne? Ja, gehen wir zurück zu unserem Beispiel mit der linearen Funktion. Was bedeutet es hier jetzt? Naja, ich muss auf unsere Gleichung hier bezogen irgendwas dazu addieren hinten. Ne? Ich habe es t genannt gerade, also t, und mit t steht es in den meisten Werken auch verzeichnet oder ist es in den meisten Werken auch enthalten. Also dieses t hier sagt mir den oder gibt mir den y-Achsenabschnitt an, ne, wie er auch meistens genannt wird. Ne. Und das ist unsere, ne, von der Geraden wäre jetzt praktisch der Achsenabschnitt negativ. Ne. Ich bin hier in dem negativen Bereich. Ne, von der Geraden wäre jetzt ein positiver t-Abschnitt, y-Achsenabschnitt, ne, plus t. Ne. Also dieses kann mit Vorzeichen variieren. Ne. Könnte man genauer sagen, ich müsste plus minus, ne, die beiden Fälle gleich mit einbezogen, ne, schreiben. Und mein m und t sind ein Element aus den reellen Zahlen. Ne. So ist die lineare Funktion definiert. Ne. Ja, gut. Damit beende ich dieses Video.